Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Roads of Rome. Wir sind in Folge 3 und sogar schon in Level 7, was wir aber noch nicht fertig haben. Das müssen wir jetzt uns erstmal reinwagen. Wir werden mal gucken, wie weit wir heute kommen und was wir Neues erledigen. Es gibt auf jeden Fall nun einen Steinbruch. Ich kann nun einen Steinbruch anlegen. Um die dafür vorgesehene Stelle zu erreichen, muss ich mir zunächst einen Weg durch den Sumpf bahnen. Das kennen wir ja schon mit dem Sumpf. Wir müssen den Steinbruch anlegen, eine Straße bauen und 30 Steine sammeln. Ja, so, hier sehen wir unser gutes Lager wieder. Ich würde sagen, das werden wir erstmal gleich erweitern und dann brauchen wir auch ziemlich schnell ein wenig Holz. So, das war natürlich jetzt blöd, dass ich hier reingegangen bin. Wir brauchen ein Sägewerk jetzt möglichst erstmal. Dazu brauchen wir ein bisschen Holz. Und dann baue ich mir jetzt erstmal schnell das Sägewerk. Und als nächstes das Lager auf die nächste Stufe, was noch ein wenig kostet. So, wir können den Steinhaufen erstmal auch gleich entsorgen. Ja, die Schuhe, da kommen wir sowieso noch überhaupt nicht ran. Dann können wir uns noch einen Baum krallen und der nächste kann ich schon mal zuschicken. So, und dann können wir hier endlich die Farm bauen und ein bisschen Holz abholen. Ja, und dann können wir nach und nach hier weiter uns fortbewegen. Mal sehen, wie es so hier laufen wird, wie wir so vorankommen. Jetzt können wir hier zumindest schon mal wieder ein bisschen, ja toll, ein bisschen was holen. Das kann ich da noch nicht abbauen, leider, weil wir da nicht genügend Zeug für haben. Aber wir können jetzt hier unsere Geschichte ein wenig abbauen und können uns jetzt Nahrung holen und sind dadurch jetzt viel besser versorgt. Oh, jetzt müssen wir hier erstmal schnell den Wolf hier entsorgen. Ja, den Steinbruch können wir hier leider noch nicht erledigen, weil das doch ein wenig... Oh, das ist ja echt hier krass. So, jetzt muss ich erstmal hier... Ah, ich kann nur den Steinbruch anlegen. Der wird mich fortwährend mit Stein versorgen. So, hier, da können wir auch gleich nochmal einen holen. Und der nächste kann schon mal den Sumpf zukippen wieder. Und dann können wir nochmal ein paar neue Steine holen. Und dann kriegen wir auch gleich wieder neues Holz rein. So, Holz gibt es auch. Dann können wir hier... Ah, nicht genügend Ressourcen. Ja, geil. Müssen wir jetzt erstmal warten hier. Da kann jemand was holen. So, dann können wir jetzt hier da dran weitermachen. Und was bräuchten wir denn noch? Wir können Steine holen, wir können Holz holen. Dann machen wir das schnell mal. Ja, super. Ach, wir könnten eigentlich auch jetzt schon mal, wollen wir hier schon den Platz haben, die Steine holen. Und dann hier Nahrung holen und Nahrung holen. Und Nahrung holen und hier hingehen. Und keine freien Arbeiter, das gibt es ja gar nicht. So, und hier bitte schön Steine mehr holen, noch mehr Steine gebaut. Jetzt müssen wir ein bisschen Dampf machen, weil es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hier. Wir müssen jetzt hier noch ein paar Steine besorgen. Jetzt brauchen wir Nahrung natürlich auch noch. So, ja, wir haben nicht wirklich viel Nahrung. Fällt mir echt so auf. So, meine Maus ist gerade ein bisschen langsam. Das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Denn wir müssen hier mit der Geschichte hier recht schnell gehen. Wir haben... Wir brauchen noch einen ganzen Haufen Steine. Das ist leider nicht so geil. Und wir müssen hier die Brücke vielleicht schon mal aufrichten, anrichten, wie auch immer. Dass wir hier schon mal einigermaßen vorankommen. So, jetzt haben wir freien Arbeiter dafür. Können hier ein bisschen was holen. Holen wir lieber die Nahrung von hier. Wenn wir da gerade so da sind. So, sehr schön. Die Brücke haben wir auch fertig. Dann können wir jetzt hier, wir sehen jetzt so diese ganzen weiten Strecken. Ist echt hier ganz schön ätzend. So, wir brauchen immer noch mehr Steine. Wir brauchen noch deutlich mehr Steine. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Und das wird jetzt ein bisschen knapp, muss ich sagen. Ja. So, da kann einer die Straße holen. Meine Güte, ich bin echt zu langsam hier. So. Das haben wir bald geschafft. So, jetzt sollte es eigentlich geschafft sein. So, alles erledigt. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Haben es auch gerade so noch in der Zeit geschafft. Mensch, da habe ich aber echt lange gebraucht. Das war knapp. Wir haben 3200 Levelpunkte dafür gekriegt. Das ist ja schon mal ganz gut. Haben knapp 4 Minuten gebraucht. Ich schätze mal, 4 Minuten wäre die Zeit auch abgelaufen dann gewesen. Also zumindest die, wo wir hier den tollen Stempel gekriegt hätten. Aber da wir es noch geschafft haben, kriegen wir auch noch hier das neue Objekt, den Steinbruch auf Level 1 dazu und die Venusstatue vor allem. Wenn wir diesen Stempel nicht bekommen, dann
glaube, ich kriegen wir die Lumenstatue, können wir die Lumenstatue nicht weiterbauen. Ich glaube, das war so im Endeffekt die Sache. Ja, hier sehen wir, kommt jetzt alles hier wunderbar. Ach, nicht verfügbar. Ach so, hier ist der Stein. Hier ist eine Mine. Goldmine wahrscheinlich. Oder so, würde ich mal vermuten. Hier ist Gold nämlich. So, wir gehen aber gleich weiter hier in das nächste Level. Während du die Straße baust, darfst du aber auch nicht die anderen Aufgaben vergessen, die dir aufgetragen wurden. Die Aufgaben sind, erforsche die Höhle, finde einen Kristall und baue eine Straße. Wie könnte es anders sein? Aber wir haben 8 Holz am Anfang, das ist natürlich wieder nicht viel. Aber wir sollten uns hier, gibt es Sägewerk und Steinbruch. Und hier sollten wir uns erstmal gleich hin hinbeordern. Denke ich mal, dass wir möglichst früh da... Na, das war natürlich so ein bisschen doof. Weil wir können da eh noch nicht an die Farm so richtig rankommen. So. So, jetzt können wir die Farm aber bauen. Das ist sehr schön. Da haben wir noch nicht genügend Ressourcen für. Das ist natürlich sehr ungeil. Dann müssen wir erstmal noch ein bisschen was erledigen. Ach, das war natürlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Wenn wir hier das schon mal gleich abgeerntet hätten. Jetzt können wir das Sägewerk schon mal aufbauen. Da gibt es den Steinbruch. Okay. Dann kümmern wir uns aber trotzdem erstmal noch ein bisschen um Holz. Da haben wir nicht so wahnsinnig viel. Den Kristall, der stört mich jetzt gerade nicht so wirklich. Also der fehlt mir jetzt nicht so wirklich. Wir brauchen jetzt lieber ein bisschen Holz. So, dass wir hier dann auch gleich den Steinbruch errichten können. Da fehlt uns natürlich auch wieder ein Holz, ist klar. Ist klar. So, jetzt können wir, hier können wir jetzt das Holz holen. Sehr schön. Und wenn der nette Herr hier fertig ist, dann können wir uns auch das holen. Und dann können wir die Brücke bauen. Und dann können wir hier wieder ein bisschen Nahrung holen. Und dann können wir jetzt auch hier mit anfangen. So. Das können wir weghauen. Die Nahrung, die holen wir uns gleich. Das von den Büschen ist eher weniger wichtig, sage ich mal. Ja, Steine brauchen wir natürlich dringendst. So, erstmal Nahrung sammeln. Wir müssen alles hier schön... Ach, Mensch, ich bin ein Trottel. Ich hätte doch schon längst das Lager mal auf Level 3 ausbauen sollen. Ja, gut, ist jetzt hat ein bisschen gedauert. Aber wir haben es ja auch noch hingekriegt, einigermaßen. So, wir brauchen hier eine... Ach, ja geil. Die Anlage ist beschädigt und muss repariert werden. Ja, das kann leider auch passieren. Kleines Erdbeben, dafür brauchen wir allerdings noch mehr Holz. Das sollten wir schnell holen. Und dann können wir hier auch rucki-zucki die Anlage reparieren. Aber das ist natürlich jetzt nicht das geilste gewesen. So, den Kristall können wir schnell mal umhauen. Und hier können wir eigentlich auch den ungestützten Baum uns mal langsam weghauen. Und hier den Steinhaufen auch. So, dann hier bitteschön. Ja. So, da brauchen wir und das brauchen wir. Oh, das ist Zeit. Die Zeit rennt so ein bisschen. Ich glaube, wir sollten uns so langsam ein bisschen beeilen. Denn es wird doch langsam knapp. Muss ich mal so anmerken. So, jetzt brauche ich dich doch hier. Ja, wir haben keine Nahrung mehr. Das ist natürlich sehr ungeil. So, aber gleich haben wir wieder genügend Nahrung. So, sehr schön. So gefällt mir das. Ja, ich glaube, wir könnten es gerade noch so schaffen. So, jetzt brauchen wir... Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Nahrung dringlichst. Und jetzt ist da wieder einer angekommen hier. So, wir brauchen dringend Nahrung. Wir brauchen dringend Nahrung. Dann kriegen wir das hier alles einigermaßen auf die Reihe. So, da können wir jetzt hier weiterbauen. Und ich glaube, wir sollten es eigentlich... schaffen, recht souverän auch. So, das ist die letzte Geschichte. Haben wir jetzt auch fast geschafft. Sehr schön, gefällt mir das. Also, wir sehen auch, es wird richtig haarig jetzt auch teilweise, weil wir doch uns einigermaßen schnell hier durchtüren. Oh, erforscht die Höhle. Oh, scheiße. Upsi, das habe ich ja voll vergessen. Du hast die Wurf einer besseren Festung gefunden. Ja, das habe ich ja fast verpennt. Das gibt's ja gar nicht. Uiuiui, das war aber noch knapp. Ich habe gedacht, die Höhle hätte ich schon erforscht. Ah, ich habe nur diesen Steinbruch da weggeschmissen. Ach, das ist ja doof. Habe ich nur den Stein da vorne abgehackt? Ja, deshalb gibt es im Summa Summarum leider auch nur 2710 Levelpunkte. Ist egal, den Stempel haben wir bekommen. Wir sind immer noch ein absoluter Experte, auch wenn das unsere Punktzahl noch nicht so aussagt.
Aber die ist ja auch nicht ganz so wichtig. Wir wollen gleich weiter starten. Level 9 sind wir jetzt schon. Das heißt, wir sind schon fast hier durch den ersten Teil durch. Cool. Bevor du die Gegend verlässt, baue noch eine Festung. Deren Zweck ist es, das Gebiet während deiner Abwesenheit zu schützen. Okay. Baue eine Festung, baue eine Straße. Oh. Ui. Ja, also das sind jetzt sowieso hier die Gebiete. Die sind völlig blind für mich. Hier gibt es Gold. So viel weiß ich noch. Das heißt, da können wir uns ein bisschen Goldmünzen holen. Da müssen wir eine fette Festung immer. Okay. Wir machen erstmal das Übliche hier. Was haben wir hier? Eine Farm. Die brauchen wir also recht zügig. Da sollten wir jetzt gleich mal uns drum kümmern. So. Dann haben wir erstmal eine Farm hier bauen. Dann Sägewerk auch gleich. Eins nach dem anderen, dass wir hier schon mal ein bisschen mit den Geschichten vorankommen. Weil Farm und Holz und so, dann können wir schon mal hier ein bisschen... So, den können wir auch schon mal weghauen hier. So, dann kommen wir da ein bisschen durch. Dann können wir nämlich den Steinbruch auch schon bald uns holen. Ah, Uhr hält vorübergehend Zeit an. Sehr geile Sache. Finde ich auch sehr schön. Jetzt können wir uns ein bisschen Nahrung holen. Das ist sehr nett. So, können wir schon... können wir noch nicht aufbauen. Mhm. Okay, jetzt vorübergehend die Zeit anhalten wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Holz. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Steine hole. So, dann kannst du jetzt hier ausbauen. Das finde ich sehr gut. Und du hackst da mal was weg. Und dann brauchen wir jetzt hier mehr Holz, damit wir auch Rucki-Zucki... Ja, Bonus, Uhr. Mit Hilfe der Uhr kannst du die Zeit kurzzeitig anhalten. Die schnappen wir natürlich uns auch Rucki-Zucki. Weil die brauchen wir auch definitiv. Ja, geil. Jetzt können wir die Farm hier erstmal wieder aufrichten. Das ist natürlich auch sehr geil. So, hier brauchen wir nochmal einen Baum. Und dann können wir hier weiter fortfahren. So, da können wir weitermachen. Hier können wir auch mal ein bisschen Holz holen. Dann können wir jetzt hier durch diesen Steinhaufen buddeln, um das Gold irgendwie zu kriegen. Hier kriegen wir wieder neue Nahrung. Wir haben nicht mehr viel. Nun kann ich mit der Förderung von Gold beginnen. So haben wir das erwartet. Jetzt müssen wir erstmal den hier weghauen. Dann hier ein paar Steine holen und hier Holz holen. Und dann können wir hier Gold holen. Und ja, Nahrung ist auch gerade da. Sehr schön. Wir machen hier weiter. Ne, wir können erstmal hier machen. Und dann den Steinhaufen. Eieiei, das ist ja echt... Hier gibt es ja richtig, richtig viel Zeug, was wir eigentlich holen müssen. So. Och, nee, wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist unser Steinbruch kaputt. Gibt's auch gar nicht. So, egal, wir machen hier weiter. Jetzt müssen wir erstmal hier in die Brücke weitermachen und dann können wir hier ein bisschen Holz wiederholen. Sobald der hier mit der Straße fertig ist. Ja, die Nahrung ist fertig. Die Nahrung können wir uns auch schnell noch holen. Dann brauchen wir hier ein bisschen Gold und die Straße weitermachen. Bitteschön. So, da hinten ist auch noch ein fetter Steinhaufen. Den müssen wir auch noch wegholen. Und dann hier geht's weiter. 6 Steine haben wir nur noch. Okay. Dann holst du schnell das Holz und dann hier das hier und das und dann kann irgendwer das Gold noch holen. Und den Steinhaufen müssen wir wegmachen und das hier auch. So, es geht voran auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall noch ziemlich viele Ressourcen für diese scheiß Festung. Sehe ich jetzt so gerade. Das ist natürlich auch etwas ungeil. So, holen wir erstmal ein bisschen Nahrung. Dann hier und hier auch bitteschön. Und dann können wir hier weiter mit dem Gold verfahren. So. Und du kannst die Straße weiterbauen. Was wir definitiv unbedingt brauchen. Die Straße brauchen wir definitiv. So. Und jetzt können wir hier weitermachen. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch 10 Steine für die heftige Kiste. Dann gehst du da mal hin. Und hier, wir brauchen ein paar Steine. Und das kann natürlich echt sehr nett hier werden. So, und du machst hier weiter. Und jetzt brauchen wir definitiv noch mehr Steine. Wir brauchen definitiv noch Steine. Da sind Steine angekommen. Sehr, sehr geil. Finde ich gut. So, ein bisschen Nahrung haben wir. Und jetzt können wir hier die Burg bauen. Und als letztes nur noch die Straße. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ja, läuft doch ganz gut eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch Rucki-Zucki hier, ja, soweit alles schaffen und dann
Ja, Festung ist auch erledigt. Wunderbar. Aber nochmal schnell ein paar Rohstoffe eingesackt. Und haben alle Aufgaben erfüllt. Und Caesar ist natürlich hochzufrieden mit meinem Werk. Das finde ich spitze. 3700 Punkte, das war jetzt nicht so schlecht. Und die Venus-Statue ist fertig. Cool, und wir haben jetzt die Festung. Was auch immer die uns bringen mag, ich weiß es noch nicht. Das werden wir rausfinden. Allerdings erst in der nächsten Folge, denn die Zeit ist heute rum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt die Venus-Statue fertiggestellt und können also in der nächsten Folge uns dran machen, die nächste Statue zu bauen. Bin ich mal gespannt, wie die dann aussieht, was das für einen wird. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, immer schön einen Kommentar da lassen, gerne. Oder auch ein Like oder Abo, falls ihr noch nicht habt. Naja, wie gesagt, alles Mögliche. Ich werde mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.